Hi, ganz kurz zur Matheklapper-Welt. Da gibt es erstens auf YouTube Lernvideos und Livestreams mehrmals in der Woche. Themengebiete sind immer farbig gekennzeichnet. Rot die Grundlagen, Orange Geometrie, Grün Analysis, also alles was mit Funktionen zu tun hat, Blau Vektoren und Flieder Wahrscheinlichkeitsrechnung. Zweitens gibt es meine Homepage www.matheklapper.de. Dort gibt es meine Formelsammlung, den Matheklapper. Und rechts seht ihr, dass die Formelsammlung farbig auf die Videos abgestimmt ist. Ebenso auf meiner Homepage gibt es den Abi-Vorbereitungskurs. Das sind 42 Tageslektionen, wobei über 200 Aufgaben mit Lösungen enthalten sind. Dauert etwa 5 bis 10 Wochen, bis man da durch ist. Ja, und dann gibt es dort noch ein Online-Mathe-Buch mit sehr vielen Stichworten aus der Mathe-Welt. Okay, viel Spaß mit dem folgenden Video. Die zweite grundlegende Sache bei Funktionen ist die sogenannte Punktprobe. Auch hier ist eine Funktion gegeben, nämlich wieder y ist gleich 2x minus 3. Darüber hinaus sind zwei Punkte gegeben, in dem Fall r mit den Koordinaten 4, Stab 5 und s mit den Koordinaten 1, Stab 2. Und bei der Punktprobe stellen wir uns die Frage, liegen diese beiden Punkte jetzt auf dieser Funktion oder nicht? So, wie können wir diese Frage jetzt beantworten? Wir müssen wieder die Informationen, die wir haben, einfach benutzen. Welche Informationen haben wir jetzt zum Beispiel bei dem Punkt R? Wir wissen, der x-Wert von dem Punkt R beträgt 4, der y-Wert 5. Ja, und diese beiden Informationen setzen wir einfach ein. Also für y setzen wir den y-Wert 5 ein. 5 ist gleich 2 mal, jetzt kommt der x-Wert und der x-Wert von dem Punkt R ist 4, minus 3. Wir rechnen aus, 5 ist gleich 2 mal 4 ist 8, die minus 3 übernehmen wir. Wir rechnen weiter, 5 ist gleich 8 minus 3 ist 5. Und jetzt schauen wir uns an, was hier entstanden ist. Hier steht 5 ist gleich 5. Das ist definitiv eine wahre Aussage. Die habe ich gerade mal ab. Und eine solche wahre Aussage sagt uns jetzt, okay, dieser Punkt R liegt auf der Funktion drauf. Nehmen wir uns den anderen Punkt vor. Der x-Wert von dem Punkt S ist 1, der y-Wert ist 2. Diese Information 2 setzen wir hier vorne bei y ein. Also 2 ist gleich 2 mal. Jetzt kommt der x-Wert. Der x-Wert ist 1 und dann schreiben wir die minus 3 noch da hinten. So, 2 ist gleich 2 mal 1 ist 2 minus 3. 2 ist gleich 2 minus 3 ist minus 1. Und jetzt sehen wir an dieser Stelle keine wahre Aussage, 5 gleich 5 wie hier, sondern eine falsche Aussage, 2 gleich minus 1. Das ist definitiv Quatschkäse. Oder auch, man kann sagen, ein mathematischer Widerspruch. Und solche kennzeichnen wir ganz gerne mit einem Blitz. Und die Interpretation ist eben an dieser Stelle, dieser Punkt S liegt eben nicht auf der Funktion. Das Ganze werden wir uns auf der nächsten Seite auch nochmal grafisch anschauen. Ja, wir sehen hier ein Koordinatensystem, die x-Achse und die y-Achse jeweils beschriftet von minus 7 bis plus 7. Und da werden wir jetzt die Funktion y gleich 2x minus 3 entsprechend einzeichnen. Ja, und da sehen wir die Funktion. Minus 3 ist der Schnittpunkt mit der y-Achse. Die Steigung beträgt 2. Wir gehen also eine Einheit nach rechts und zwei Einheiten nach oben. Da sehen wir also, die Steigung beträgt 2. Und dann nehmen wir uns die beiden Punkte von der vorigen Seite. Der Punkt R hat die Koordinaten 4, Stab 5. Der Punkt S die Koordinaten 1, Stab 2. Und die beiden werden wir jetzt entsprechend auch gleich mal einzeichnen. Der Punkt R, der müsste ja auf der Funktion liegen. 4 Stab 5, 4 haben wir auf der x-Koordinate, 5 auf der y. Da haben wir den Punkt R und tatsächlich der Punkt liegt drauf. Yeah! Der Punkt S, da hatten wir ja auf der vorigen Seite bestimmt, nein, der liegt nicht drauf. Schauen wir uns das an. 1 Stab 2, eine Einheit in x-Richtung, 2 in y. Da ist der Punkt S und tatsächlich, wie die Rechnung uns auf der vorigen Seite gezeigt hat, der Punkt liegt nicht auf der Funktion. No!
Nochmal. Wenn wir prüfen wollen, ob ein Punkt auf einer Funktion liegt oder nicht, dann setzen wir einfach dessen Koordinaten, die x-Koordinate und die y-Koordinate, in die Funktion ein, rechnen das Ganze aus. Erhalten wir eine wahre Aussage, liegt der Punkt drauf. Erhalten wir eine falsche Aussage, liegt der Punkt eben nicht drauf. Ja, ganz kurz nochmal zur Matheklapperwelt. Hier auf YouTube gibt es ja Filme und Livestreams. Auf www.matheklapper.de gibt es meine Formelsammlung, also den Matheklapper, sowie die Abi-Vorbereitung und das Online-Mathebuch. Oben links könnt ihr meinen Kanal abonnieren und natürlich das Glöckchen nicht vergessen, dann erfahrt ihr auch immer, wenn mal wieder ein Livestream ansteht. Ja, und oben rechts gibt es eine thematisch passende Videoempfehlung. Danke fürs Zusehen. Ciao!